Neil Armstrong. Edwin Buzz Aldrin. Michael Collins. Ignition sequence start. Roland Schanner, Sie sind der Herausgeber von Buch «Ein grosser Sprung für die Menschheit?». Fragezeichen. Vor 50 Jahren hat man Mondlandung gemacht. Sie waren dabei gewesen, am 21. Juli 1969. Leider auf dem Mond nicht, aber ich auf der Erde. Ich kann mich noch sehr gut eigentlich an das erinnern. Ich war dann in einem Jugendlager in England gewesen. Und man hat natürlich auf die Nacht hin zugefiebert. Und ich weiss auch, dass wir dort etwa 30, 40 Junge in einem kleinen Raum waren. Die meisten sind am Boden gesessen und haben in einem schwarz-weiß kleinen Fernseher mit schlechtem Bild von 3 bis 4 am Morgen das direkt verfolgt. Sie haben viele Autoren gesucht für das Buch. Welche Autoren sind eigentlich dabei? Also vielleicht war es insofern schwierig, weil ich den Anspruch machen wollte, es darf nicht ein wissenschaftliches Buch sein. Das ist ein Buch, das jeder Mann und jede Frau versteht und kann lesen. Und ich wollte auch verschiedene Themen mit einbeziehen. Zum Beispiel, wie hat sich Science Fiction verändert seit dieser Mondlandung? Oder ich habe einen Autor gefunden, der darüber geschrieben hat, wie sich der Himmel verändert hat in dieser Zeit, jetzt vor 50 Jahren. Wieso hast du einen Doc-Film über einen Astronauten gemacht? Ich habe ein Foto gesehen im Naturhistorischen Museum in New York und bin dann dieser Geschichte nachgegangen. Und das ist ein Foto, das seit über 50 Jahren, also 47 Jahren auf dem Mond liegt. Und das ist ein Familienbild. Und ich habe die Geschichte dahinter, hat mich interessiert und ich bin dann dieser Geschichte nachgegangen und habe diesen Film gemacht. Ja. Für mich ging es eigentlich darum, mehr auf der Gefühlsebene zu arbeiten, weniger nur auf das Technische und eben, wie gesagt, die Familie in Fokus zu setzen. Etwas, was berührt, was vielleicht Leute begeistern könnte in Zukunft, sich für Wissenschaft zu begeistern oder auch für diese Geschichte, was Apollo alles erreicht hat. Der Mond steht für vieles und es gibt sehr viel Pop- und Rock-Songs, wo der Mond vorkommt. Zum Beispiel, ich habe mal das Lied gemacht, dass weit weg am anderen Kontinent, wir sehen den gleichen Mond. Oder? Das ist irgendwie so ein, das ist sehr eine poetische Sache, glaube ich. Mehr Poesie als Physik, glaube ich. Ja, also wenn Vollmond ist, kann ich nicht schlafen. Den habe ich nicht so gern. Also man sagt ja manchmal eher, wenn man auf jemanden verrückt ist, der könnte zum Mond schiessen. Von dem her möchte ich nicht auf den Mond, nein. Und ich muss auch sagen, also Hut ab von all diesen Astronauten hier. Also so tagelang in einem so einem Raumschiff rein, also Hilfe, ich würde nicht tauschen, nein. Es geht ja nicht nur um den Mond, sondern es geht überhaupt um Technologie. Aber es ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Es ist nicht mehr Krieg quasi, sondern im 21. Jahrhundert sind wir nicht mehr zweipolig, sondern mehrpolig. Und wenn alles gut geht, glaube ich, nützt das das Rennen, das neue Rennen zum Mond sowohl den Chinesen wie den Amerikanern und überhaupt alle Leute auf der Welt. Dass wir hier im Verkehrshaus diesem bedeutenden Ereignis wirklich eine große Aufmerksamkeit schenken können. Ich bitte um einen großen Applaus, dass wir heute Claude Nicolet unter uns haben. Herzlich willkommen. Ja, und damit messen Sie, wie genau, die Distanz von der Erde zum Mond? Damit messen wir die Distanz von der Erde zum Mond im Bereich Zentimeter oder Millimeter. Wo haben Sie diese Mondlandung mitverfolgt? Ich war damals 17. Das ist bei Menschen nicht unbedingt die Zeit, wo man sich für Mondlandung interessiert. Aber ich war in Amerika. Das darf fast nicht sagen. Ich habe die Mondlandung verschlafen.
zu meinem Leidwesen, nicht weil ich nicht gewusst hätte, dass, aber wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Das ist einer der Werte der bemannten Raumfahrt, die Emotionen. Also etwas so Einmaliges zu tun, etwas Neues zu entdecken, Risiko nehmen, etwas wagen. Es gibt so viel, die gewagt war bei dieser Mission. Es ist, sagen wir, von der Idee, vom Konzept her relativ spannend gewesen, das zu machen. Was ein bisschen mühsam ist, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Weil da gibt es Verzögerungen, da hat man mit jedem sich treffen und. Und ja, meine Frau einmal gesagt, ich glaube, ich hätte das Buch lieber bald selber geschrieben, es wäre schneller gegangen. 50 Jahre die ganze Welt feiert. Was macht denn das so speziell für die Schweiz aus? Also spektakulär vor 50 Jahren war natürlich, dass die Universität Bern als einziges nicht-amerikanisches Projekt mit ihrem Sonnenwindsegel auf dem Mond war. Aber man kann seither sowieso sagen, die Schweiz ist mittlerweile eine Weltraumnation. Das sieht man nur nicht so, weil sie Mitglied ist in der ESA mit 21 anderen Ländern. Aber die Schweiz ist Gründungsmitglied von dieser ESA. Und von dort her ist auch die ganze Industrie, wo die Kopfkappen von diesen Raketen zum Beispiel herstellt. Die Astronauten hatten Schweizer Uhren an. Ich könnte noch viel mehr aufzählen. Von dort her dürften wir so ein bisschen Selbstvertrauen haben, dass die Schweiz dazugehört.